Hallo zusammen, ich bin's, der Basti, euer Erklärbär. Ich wollte euch heute mal ein paar neue Produkte vorstellen und deswegen schauen wir jetzt mal bei Pain Supply in Online-Shop. Für das heutige Video habe ich mir für euch die Proto Switch FS Thermalmaske rausgesucht. Ein wirklich gutes Stück für alle Freizeit- und angehenden Turnierspieler. Ich lege mir die jetzt in den Warenkorb und ab geht der Peter. Tada! Der DHL-Bote hat uns eben die Proto Switch FS gebracht und die wollen wir uns jetzt noch mal genauer anschauen. Im Lieferumfang enthalten ist auf jeden Fall einmal der optionale Sonnen- bzw. Regenschirm. Den kann man hier oben drauf bauen, wenn man es möchte. Und was ich sehr gut finde, gerade in dem Preissegment, ist der Maskensack. Da packt ihr die Paintball-Maske einfach rein, während ihr die Maske nicht tragt und dann kann dem Glas und dem Rahmen auch nichts passieren. Kommen wir mal zur Maske direkt. Die FS zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen sehr, sehr weichen Rahmen hat, was in dem Preissegment, sie ist so mit 54, 55 Euro eingepreist, eigentlich überhaupt nicht zu finden ist. Wie gesagt, sehr, sehr weicher Rahmen. Dadurch, wenn ein Treffer auftrifft, bounced er auch gerne mal weg und platzt nicht unbedingt. Wie man hier sieht, die FS hat eigentlich an jeder freien Stelle ein Belüftungsloch, sodass die Belüftung der Maske sehr, sehr gut ist und das Thermalglas sehr, sehr gut arbeitet. Wo wir beim Thermalglas sind, das Thermalglas ist sehr, sehr gut geschützt. Auch hier ist es wieder ein doppelwandiges Thermalglas, sieht man an dieser Membran. Normalerweise sieht man die Membran ja das ganze Glas umlaufen. Hier ist es so, dass ein extra Rahmen aufgesetzt wurde, der den Rahmen des Glases und damit auch auf jeden Fall die Membran sehr, sehr gut schützt. Früher gab es das mal, dass wenn dann hier ein Treffer direkt auf die Kante kam, dass sich die Paint von unten durch die Membran gestochen hat und dann war das Glas eben kaputt. Das wird durch diesen Rahmen verhindert. Im Inneren oder von hinten betrachtet hast die Maske einen sehr, sehr weichen Schaumstoff. Was hervorzuheben ist, gerade für Leute wie mich, sie hat hier eine kleine Aussparung, sodass man also mit einer Brille die Maske sehr gut spielen kann. Und was viele Masken auch nicht haben, sie hat hinten am Ohr bzw. hier hinten am Hinterkopf auch nochmal ein Schaumstoffpaddel, was den Sitz wirklich sehr, sehr komfortabel und sehr, sehr gut macht. Ansonsten lässt sich das Maskenglas relativ leicht wechseln. Ihr müsst im Prinzip eigentlich nur den Strap hier hinten rausnehmen, die Maskenglashalterung oder die Strap-Halterung nach oben drehen, genau das gleiche auf der anderen Seite und dann könnt ihr Rahmen und Glas vorne wegnehmen. Den Maskenrahmen könnt ihr dann einzeln einfach unter fließendes Wasser halten. Bei dem Maskenglas, wie eigentlich bei allen doppelwandigen Thermalglasmasken, ist es so, lieber einfach nur mit einer kleinen Sprühflasche ein bisschen Wasser drauf und dann mit einem Mikrofasertuch trockenwischen, dann passiert dem Maskenglas nichts. Das Ganze wieder zusammenbauen. Ja, und dann habt ihr wieder eine vollständige FS. Ich bin sehr, sehr überzeugt von der Maske. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar gut. Ich kann sie euch also nur wärmstens empfehlen. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. www.paintball-online-shop.net